Hallo ihr Lieben, ich melde mich kurz mal aus meinem Dirkunstatelier. Eine ganz, ganz kurze Meldung. Es geht um die Aquarelle. Es geht also um die Illustration, um das Buch über Alvin, welches halt wirklich zu 95% aus Illustrationen bestehen wird, plus Text. Ich muss gucken, wie die Geschichte wird. Die ist schon bis entwickelt. Und ich habe schon einige Illustrationen gemacht und bin gerade an weiterer Illustration dran. Das wäre dann die erste für das Buch. Ich musste sie nochmal anfangen, weil ich sie total verbockt habe. War nix. Das Problem bei mir ist, dass ich ja aus der Pastellmalerei komme und ich mache ja realistische Pastelle. Und da muss ich noch ein bisschen umdenken in meinem Kopf. Es klappt aber immer ganz gut jetzt, dass ich nicht so detailgetreu malen kann bei den Illustrationen. Das geht nicht. Also ich muss halt ein bisschen freier werden. Und ich habe natürlich schon Alvin gemalt. Das ist die Weihnachtskarte. Die ist komplett in Aquarell entstanden. Und dann habe ich als zweites eine andere Illustration gemacht. Das war auch in Aquarell, aber Fineliner noch drüber. Und ich möchte hier versuchen, das, was ich hier mache, da möchte ich halt so ein Zwischending zwischen nicht zu viel Fineliner, aber nicht nur Aquarell. Und das versuche ich jetzt hinzubekommen. Und ich hoffe, es gelingt mir. Also ein bisschen mehr Aquarell mit mehr feineren Strichen. Aber nicht so realistisch wie bei den Pastellen, aber nicht so viel Fineliner. Aber das ist so meine Technik, die mir jetzt gefällt. Das zweite Problem war oder ist das Aquarellpapier. Da musste ich halt auch noch ein bisschen rausfinden, welches am besten ist. Und ich habe die ersten Illustrationen auf Hanemühle, und das ist natürlich jetzt spiegelverkehrt, weil ich mich sehen muss in der Kamera, auf Hanemühle gemalt, cold pressed, also mit Struktur. Das ist aber nicht 100% Baumwolle. Und jetzt bin ich natürlich schon umgestiegen auf Artis, aber auch cold pressed mit Struktur. Und bei dem Strukturpapier hatte ich jetzt das Problem, dass ich mit dem Fineliner da drin hängen bleibe. Das heißt, ich muss komplett umsteigen auf hot pressed, also wirklich ein glattes 100% Cottonpapier, am allerliebsten von Artis. Ich habe hier eins, das ist Hot Pressed, aber das ist zu klein, das Format ist mir zu klein. Und Artis Papiere sind die teuersten Papiere eigentlich. Es gibt, glaube ich, noch Strathmore, das ist noch teurer. Aber Artis ist eigentlich das teuerste und das ist mir aktuell halt wirklich zu teuer. Und ich habe jetzt von Lana Aquarell was gefunden. Das ist auch 100% Baumwolle. Hot Pressed. Hoppla. Die Kamera ist umgefallen. Uiuiui. Und ja, und ich werde also umsteigen auf das Hot Pressed Papier. Die Technik Aquarell. Etwas freier, aber mit ein bisschen Fineliner. Ja, und die Aufträge natürlich, die auf meiner Staffelei sind, Pastellaufträge, haben natürlich Vorrang. Also, das ist klar. Aber ich versuche mir wirklich am Tag morgens oder vielleicht auch abends, je nachdem, immer wenigstens eine Stunde zu nehmen für die Illustration, sonst werde ich nicht vorankommen. Und wenn ihr mir helfen möchtet und wenn ihr mich vielleicht unterstützen möchtet, dass ich da weiterkomme, ich würde mich freuen über kleine Trinkgelder, über kleine Spenden, über PayPal direkt oder über meinen Tipi-Kanal. Und das würde ich euch verlinken unten. Das würde mir sehr helfen als Künstlerin und das machen nämlich viele Künstler. Da würde ich mich sehr freuen und ja, so viel dazu, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Aber wenn ihr euch das angehört habt, das freue ich mich und vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.